Ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Skorpion-Video für den April. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, dieses Reading ist sowohl für Sternzeichen Skorpion als auch für den Aszendenten. Dann schauen wir mal, was ihr für ein Thema habt. Eine Karte bitte, fällt sie schon raus, die Transformationskarte. Ja, das scheint wieder ein Monat der Veränderung zu sein. Die Transformation zeigt in der Regel eine Veränderung zum Besseren an. Also zu mehr Möglichkeiten auch mit dieser Raupe, die ja so klein und unscheinbar ist, die sich hier, ja, sie geht durchs Dunkle, durch den Kokon und entwickelt sich zum Schmetterling. Das heißt, sie hat dann mehr Möglichkeiten. Sie sieht nicht nur besser aus, sie kann auch fliegen. Ja, schauen wir doch mal, wie es noch weitergeht. Übrigens, jetzt ist es auch wieder ein guter Zeitpunkt, um mal ins Jahresreading reinzuschauen. Jetzt sind wir schon ein Stück weit im Jahr drinnen und dann ist das alles etwas aufschlussreicher. Entschuldigung. Ja, ich verwende die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Ich habe die Karten auch im Vorfeld wirklich sehr ausgiebig gemischt für euch, damit wir gleich loslegen können. Der Brief, die Dame, der Turm. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich muss immer zwischendurch schauen, dass ich die Kamera noch mal schärf. Ja, die Lilie, der Hund, der Mond, das Schiff, die Störche und der Berg. An der Unterseite vom Deck haben wir die Fabrik. Ja, bei euch geht es nicht nur um eine Veränderung, sondern auch ums Vertrauen. Und was ich hier einfach sehe, ist, dein Thema ist bereits am Laufen seit längerer Zeit. Also es geht um nicht etwas, was komplett neu ist, sondern um ein Thema, was schon am Laufen ist, wo du dich so mittendrin befindest. Und ja, da kommt für dich irgendwie so eine Art Vertrauensfrage auf. Wie sehr vertraust du dieser Angelegenheit? So, ich kriege auch immer wieder tief in deinem Innern mit rein. Ja, die Dame hier, die liegt für dich, unabhängig davon, ob du ein Mann oder eine Frau bist. In den Allgemeinreadings steht bei mir die Dame immer für dich. Ja, die Dame schaut hier so wundervoll auf diesen Brief und dieser Brief steht für Nachrichten allgemein, also auch Anrufe, E-Mails, was auch immer. Es geht hier um Kommunikation und ich habe ja ganz stark den Eindruck, du wartest hier auf Kommunikation. Der Turm hier als Ratgeber zeigt mir, du sollst dich zurückziehen, du sollst mal in den Abstand gehen, ein paar Schritte zurück machen in deinem Thema. Also keine Aktivität jetzt, die super, ja, vielleicht voreilig ist oder so, sondern erstmal zurückgehen, in dich reinspüren. Hast du Vertrauen in diese Sache? Weil ich sehe auch so, dass diese Nachrichten vertraulich sind. Und hier liegt der Berg, also da gibt es eine Herausforderung. Für einige ist es sogar so, dass hier bei diesen Nachrichten auch das Vertrauen etwas blockiert ist. Für einige bekomme ich rein, dass das Vertrauen blockiert ist, weil
ihr so lange auf diese Nachricht wartet. Das trifft aber jetzt nicht für alle zu. Ja, im Verborgenen hier, was ihr nicht sehen könnt, da sehe ich aber die Harmonie. Also diese Angelegenheit ist keine Streitangelegenheit, Konfliktangelegenheit, sondern hier ist immer noch die Harmonie am Wirken, auch wenn ihr es nicht wahrnehmen könnt. Also, ich denke auch, dass es zuvor hier eine harmonische Kommunikation gab und dass es jetzt eben im Laufe vom April einfach hier zu einer Blockade kommt, zu einer Herausforderung. Ja, die nahe Zukunft, da habe ich den Mond und die Störche und der Mond ist eine Erfolgskarte, die auch für die Gefühle steht. Und hier wird sich etwas wandeln. Hier kommt was in die Veränderung, was eben in einer problematischen Situation endet. Entweder für die einen ist es die Herausforderung, eine neue Herausforderung, die sich ergibt. Für andere ist es tatsächlich eine Blockade, eine Vertrauensblockade, Kontaktblockade. Die Outcome-Karte ist die Fabrik und die steht immer für Investitionen. Für einige mag es hier auch um wirtschaftliche Aspekte gehen. Für die meisten bekomme ich rein, dass es einfach darum geht, wo investierst du hin, wo investierst du dein Vertrauen hin, auf welches Pferd setzt du. Ja, ich möchte gern noch eine Karte zum Berg. Was gibt es da noch zu sagen? Eine Karte bitte zum Berg. Da kommen zwei. Der Fuchs war zuerst. Okay. Ja, mit dem Fuchs ist immer Vorsicht geboten. Und der Fuchs läuft hier in die Fabrik. Also er läuft für die einen in die wirtschaftlichen Aspekte. Es kann Investitionen, finanzielle Investitionen können das sein, wirtschaftliche Themen allgemein. Es kann auch, für einige hängt es auch mit der Arbeit zu tun, für einige einfach mit irgendwelchen Dingen, mit einem großen Konzern, das bekomme ich auch rein. Und für viele von euch hängt es einfach damit zusammen, wo ihr rein investiert, wo ihr Vertrauen rein investiert. Ein Thema, ja, und da läuft der Fuchs rein, das heißt, hier läuft etwas schief und das ist eure Herausforderung. Ja, das ist jetzt kein schönes Ende für ein Reading. Also, es erklärt für mich natürlich auch, warum ihr euch hier erstmal zurückziehen sollt und nicht voreilig handeln. Also, diese zwei Karten sind ja die Erklärung zum Berg. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie es weitergeht. Aha, an der Unterseite vom Deck haben wir den Klee und der mildert ja schon einiges ab. Also der Klee ist eine Glückskarte. Das heißt, wenn du hier wirklich vorsichtig bist, in den Rückzug gehst, dann kannst du hier doch einiges bewirken. Jetzt schauen wir aber mal, was kommt denn als nächstes? Wie kommt denn diese Sache? Also das geht dann über den April hinaus wahrscheinlich. Wie geht das denn weiter, dieses Thema für euch? Eine Karte bitte, wie geht es denn weiter? Oh, die Karten sind schweigsam. Es kommt ein Neubeginn. Okay. Das wird vermutlich dann auch dieser positive Wandel sein, denke ich mal. Es ist schicksalhaft zumindest.
Ja, sollen wir es so spannend liegen lassen? Es ist Vorsicht geboten. Ich schaue noch mal darunter. Darunter liegt der Blumenstrauß. Der zeigt mir eigentlich auch wieder diesen Grund zur Freude an. Also eine positive Sache in der Zukunft. Aber die Geschichte hier ist schicksalhaft. Und das Positive kann natürlich auch nur kommen, wenn du dementsprechend handelst. Das heißt, wenn du vorsichtig bist, einen Schritt zurück machst, die Dinge erstmal vorsichtig betrachtest, wo du hier rein vertraust. Es ist eine Situation, die seit längerem läuft, kann durchaus schon ein paar Monate laufen. Irgendeine längere Sache, also mit dem Schiff wird ja immer ein größerer Zeitabstand beschrieben, wo du mittendrin steckst. Schau bitte in deiner Situation, was das bei dir ist. Und eben diese Veränderung, wenn die aufkommt, das wird dann erstmal sehr negativ aussehen und da ist einfach höchste Vorsicht geboten, damit es hier zu einem positiven Neubeginn kommen kann. Ja, es ist ein Allgemeinreading, ich kann nicht viel mehr dazu sagen, aber ich schaue mal, ob es hier noch ein Rat für euch gibt. Ein Rat bitte für meine Skorpione. Macht das Beste daraus. Ja, ich hoffe, das gelingt euch hier das Beste aus dieser Situation zu machen. Ich denke, es wird nicht ganz einfach werden. Und ja, falls dir das Reading trotzdem gefallen hat, falls es hilfreich für dich ist, wenn du im Vorfeld eine Warnung bekommst, worauf du zu achten hast, lass mir gerne ein Like da. Ansonsten finde ich das jetzt hier sehr spannend und da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du mir einen Kommentar dalässt, wie sich das bei dir manifestiert. Natürlich freue ich mich auch über jedes Abo, das bringt mir sehr, sehr viel. Und ja, dir kann ich nur wünschen, komm gut durch den April, sei aufmerksam und hoffentlich bis bald.